Und die Woche beginnt mit einem Smoothie. So, ich war jetzt im Garten und habe jetzt hier zwei Maiskolben gegessen und ein paar Pfirsiche und ein paar Äpfel und noch ein paar Himbeeren. Das habe ich jetzt im Garten gegessen. Und nun gibt es wieder eine Portion von meinem selbst zusammengestellten Kernemix. Der Morgen beginnt mit einem Smoothie und das Tolle dran ist, ich habe fast gar nichts dafür bezahlt, weil das sind alles die Reste vom Rohkostpotluck von den Leuten, was sie hier geschnitten haben. Da ist noch ein bisschen Stangensellerie, alte Brokkoli-Strünke, Fenchel drin, also wirklich viel einfach nur Reste, Radicchio, alte Möhren, die nicht verbraucht wurden. Das kommt alles hier rein und ja, dann oben noch ein paar Bananen drauf, dass es süß wird und perfekto. Jetzt gibt es wieder etwas aus meiner Körnerkiste. Nun gibt es 3 große Bananen. Und zum Abend gibt es jetzt noch rohen Blumenkohl, rohen Möhren, rohe Tomaten, zusammen mit etwas Salz, Pfeffer und einen Tropfen Öl und Essig. Öl und Essig allerdings diesmal ziemlich wenig, weil ich habe irgendwie ziemlich Appetit nach dem Eigengeschmack von Blumenkohl. Und wahrscheinlich habe ich das jetzt nur so als Gewohnheit dran gemacht, einen Tropfen Öl und einen Tropfen Essig. Aber ansonsten gibt es jetzt diesen Salat. Zum Frühstück gibt es heute noch so da mal 5-6 Esslöffel von dieser Körnermischung. So, jetzt esse ich ein paar Feigen, die ich natürlich jetzt sehr preisgünstig erstanden habe. Leider hatte ich jetzt nichts mit zum Transportieren. Und ich habe jetzt ungefähr 7 Feigen gegessen. Ich glaube, ich nur noch 3-4 Feigen essen. Und ja, war mir Angebot 9 Cent das Stück. Da muss man auch zugreifen. Das ist rumpelig, aber dafür extra reif. Ja, wie geht's jetzt? So, und jetzt zum Abend gibt es noch einen großen Radicchio, Möhre, Basilikum, Paprika, Zwiebelsalat mit Salz, Pfeffer, Öl und Essig. Ein Riesending, so eine Waschschüssel voll. Und mit Karotten. Und mit Möhren, das stimmt. So, und jetzt zum Frühstück gibt es noch den Rest von dem Salat gestern. So, jetzt habe ich hier ein paar Buchecker das erste Mal gegessen, weil ich wusste gar nicht, dass man die essen kann, aber die liebe Hanna hat mir gerade erklärt, man kann Buchecker essen und da habe ich jetzt hier Buchecker gegessen. Davor habe ich 3 Bananen gegessen und schnupse jetzt noch ein paar Möhren, die wir hier unten in der Tüte drin haben. So, jetzt bin ich wieder auf dem Rückweg und habe mir jetzt hier diese Bengals Provenzal Tofu geholt. Die schmecken wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und zu Hause angekommen gibt es wieder einen Smoothie. Und nun gibt es einen Smoothie. So, ich habe mir hier einen neuen Körnermix angerührt. Es sind halt auch wieder die ganzen Sachen drin, wie sonst auch. Muss ich mal ein Rezept machen. Und dazu habe ich jetzt getrocknete Mangostückchen und Kokos mit reingemacht. Und Datteln auch, so wie sonst auch. Das sind 15 Zutaten, glaube ich. Alles fast Körner und Samen. Schmeckt einfach gigantisch. Jetzt gibt es einen großen Gurke, Romana und Paprikasalat. Alles zusammengeschnipselt. Ich werde Öl, Essig, Salz, Pfeffer dran machen und diesen Salat gibt es hier. Und jetzt gibt es wieder einen großen Smoothie. So sieht er aus, wenn der gemixt ist. Das sind übrigens 2,5 Liter. Das ist von Harixco, der Mixer, der auch einen 2,5 Liter Behälter hat. Und jetzt gibt es eine Staude Bananen. Und zum Abend gibt es noch ein Bananeis mit meiner Körnermischung. So, jetzt gibt es Würsing-Chips. Das sind Chips aus Würsingkohlen. Richtig geiles Rezept. Das beste Rezept, was es dafür gibt, habe ich euch oben verlinkt. Natürlich selbst gemacht. Jetzt gibt es noch den Rest von dem Brokkolisprossen. Normalerweise kommen die Sprossen eigentlich immer in Smoothie, aber jetzt habe ich mal tatsächlich Appetit auf ein paar Brokkolisprossen. Und ich wollte euch gerade mal zeigen hier, diese Härchen hier, die ihr seht, ist kein Schimmel, sondern das sind so Faserhärchen. Also die ist vollkommen gesund, ihr müsst das ja nicht wegschmeißen. Kostet das einfach, ihr wisst ja, wie Schimmel schmeckt, so erdig. Und das schmeckt wunderbar. Und ja, gibt es jetzt quasi eine Handvoll Brokkolisprossen. So, hier gibt es einfach Möhren, Blumenkohl und Frühlingszwiebeln und Mungbohnensprossen. Ja, einfach nur mit Öl, Essig, Salz, Pfeffer angemacht und kleiner Salat. Bevor er vergessen wird, ein Smoothie zum Abend.